Regelmäßig werden die sogenannten Internet-Experten sprachlos. Vor allem dann, wenn sie mit Wolfgang Rademacher telefonieren. Denn die selbsternannten Akquise-Einsteins rufen ihn nämlich immer wieder neugierig an. Wie er es denn bloß geschafft hätte, so viele Besucher auf seine Internetseiten zu bekommen. Geradezu platt sind diese Spezialisten, wenn er ihnen erklärt, wie er seinen Newsletter-Verteiler mit dem riesigen E-Mail-Adressbestand aufgebaut hat. Da können all jene Internet-Supermarketer und WWW-Würden noch so viel reißerische Werbung machen. Wenn sie erstmal das System kennengelernt haben, ist das Große an ihnen das paar Augen, die ihnen übergehen. Und dann spitzen sie die Ohren und staunen. Ach, so einfach lassen sich blitzschnell Interessenten und potenzielle Kunden gewinnen? Liebe Zuschauer, Wolfgang Rademacher gesteht Ihnen ganz ehrlich. Er hat Jahre, etliche Jahre dafür gebraucht, bis er jenen großen Bekanntheitsgrad und Kundenstamm aufgebaut hatte, um den ihn heute viele beneiden. Besonders die Anfangsphase gestaltete sich überaus mühselig. Oft ist er an seine Grenzen gestoßen, um immer wieder neue Webseitenbesucher auf seine Seiten zu bekommen. Auf seinen oft ungewöhnlichen Wegen der Kundenakquisition stellten sich ihm mehr als einmal Abmahnanwälte, Abmahnvereine oder gar die abgezockte Wettbewerbszentrale persönlich entgegen. Gab es denn keinen Weg, um die Tretminen dieser legalisierten Wegelagerei pfiffig und clever zu umgehen? Diese Frage kreiste permanent in seinem Kopf herum. Dann hatte er die Lösung. Und die wurde einfach gleich ausprobiert. Rotzfrech hat er über 22.000 Rechtsanwälte per Fax kontaktiert. Unaufgefordert. Das ist in etwa so, als würde man nackt in ein Piranha-Becken springen. Man wird in Sekundenschnelle bis auf die Knochen abgenagt. Aber was geschah? Nichts. Na gut, fast nichts. Von 22.000 angeschriebenen Advokaten schickten ihm nur 5 eine Unterlassungserklärung. Listig, wie er nun mal ist, unterschrieb er die freiwillig. Nicht zuletzt, um einen Gerichtsprozess zu vermeiden. Allerdings erkannte er die Kosten nicht an. Die anwaltliche Reaktion daraufhin, null. Und wirklich nur ein einziger Anwalt legte es tatsächlich auf eine gerichtliche Auseinandersetzung an. Sogar in seinem eigenen Gerichtsbezirk. Trotz des Heimvorteils musste sich dieser Paragraphenexperte mit seiner Klage ziemlich hart geschlagen geben. Da halfen all seine umfangreichen Jurakenntnisse nichts. Wie hat der Rademacher das denn wieder geschafft? Der hat doch nicht mal eine juristische Ausbildung. Fragen Sie sich das? Nun gut, die Frage ist berechtigt. Wie immer macht er auch aus diesem Wissen kein Geheimnis. Denn für ihn gibt es ja keine Konkurrenz, die es klein zu halten gibt. Es gibt nur interessante Mitbewerber, von denen er viel lernen kann. Die Lösung ist einfach und genial. Sie brauchen nur etwas Geduld, in die Hände zu spucken und mit Ausdauer genau dieses System zu nutzen, das System, das Wolfgang Rademacher in seinem Buch Besucherströme clever steuern, leicht nachvollziehbar beschrieben hat. Diese Strategie können auch Sie ohne Probleme nutzen. Gerade Sie, liebe Zuschauer, werden wissen, dass Sie sich auf sein Wort verlassen können. Also, er verspricht Ihnen in diesem Buch schwarz auf weiß. Auch Sie können mit diesem pfiffigen System ganz legal innerhalb kürzester Zeit bedeutend mehr Interessenten, Besucher und kauffreudige Kunden auf Ihre Internetseiten locken, wie das Licht die Mücken. Eine durchaus erwünschte Nebenwirkung dabei, Ihr Bestand an E-Mail-Adressen, die Sie für Ihren Newsletter nutzen können, wird ebenfalls rasant und stetig anwachsen. Diesen wertvollen Schatz können Sie für weitere Angebote bestens einsetzen. Die Lösung ist wie immer ziemlich einmalig und Sie finden sie auch nur in Besucherströme clever steuern. Setzen Sie sie einfach ein. Und schon brauchen Sie keine teuren Internetkurse auf CD-ROM oder als Download mehr. Denn auf eins können Sie sich ebenfalls verlassen. Die Tricks, die in dem Buch Besucherströme clever steuern stehen, werden Ihnen von den selbsternannten Internetregenten ohnehin nicht erzählt.
Weitere kostenlose Informationen erhalten Sie auf der www.erfolgsonline.de. Nutzen Sie Ihre Chance, gewinnen Sie innovativ neue Kunden. Bis bald, Ihre Marianne Bültkemper.